Willkommen in Vancouver, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2010. In diesem Jahr geht eine illustre Runde an Videospielhelden an den Start. Angefangen bei Nintendos beleibten Klempner Mario, über den schnellen Igel Sonic, bis hin zu Donkey Kong, Metal Sonic und Bowser samt Nachwuchs Bowser Jr. Insgesamt sind 20 bekannte Spielecharaktere auf der Jagd nach Medaillen. Wie der Vorgänger zur Sommerolympiade in Peking 2008 ist auch Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen eine Sportspielsammlung für Nintendos Wii und DS. Mit Wiimote, Nunchuk und Balanceboard gewappnet, werft ihr euch in 20 olympische und erfundene Bewerbe, zum Beispiel Skisprung, Abfahrt, Bobsport oder Eishockey. Hier seht ihr den Eiskunstlauf, in dem ihr zum richtigen Zeitpunkt Bewegungen mit der Wiimote ausführt oder den Controller dreht, um eine Pirouette zu zeigen. Je nach Leistung erhaltet ihr dafür Punkte und Sternenmarken, mit denen ihr im Anschluss an die Bewerbe auf Einkaufstour gehen könnt. In den Läden findet ihr sowohl Skianzüge und Aufkleber für eure Sportgeräte, als auch Hintergrundinfos zu den Olympischen Spielen. Das Wintersportspektakel stellt euch vor die Wahl. Entweder geht ihr in Einzeldisziplinen an den Start oder ihr bestreitet einen ganzen olympischen Wettkampf. Dieses sogenannte Sportfest ist in 16 Tage gegliedert. Jeder einzelne Tag enthält zwei Bewerbe, meistens eine Trainingsrunde, in der ihr die Steuerung erklärt bekommt, und einen Wettkampf. Für beide gibt es Punkte. Wer am Ende des Sportfestes die meisten eingesackt hat, gewinnt klarerweise die Olympischen Spiele. Zusätzlich wartet oft ein individueller Zwischengegner auf eine sportliche Abreibung. In diesem Fall ist es König Buhu. So bietet die Olympiade auch für Solospieler mehr Motivation als der Vorgänger. Die Besonderheit von Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen sind die Traumdisziplinen. Die könnt ihr euch in etwa wie eine Mischung aus Mario Kart und Wintersport vorstellen. Ihr saust über abgefahrene Strecken, zeigt bei Sprüngen Tricks für Extra Boost oder setzt eingesammelte Gegenstände, wie die bekannten grünen Panzer ein. Fans freuen sich. Die Strecken strotzen nur so vor kleinen Details aus den Mario und Sonic Spielen. Zum Beispiel seht ihr goldene Ringe oder umherstreifende Goombas. Besonders mit mehreren Spielern macht die Wintersport-Hatz eine riesen Gaudi.